Ja, hallo liebe YouTube-Nutzer und hoffentlich Abonnenten. Heute habe ich ein besonderes Schmankerl für euch. Mittelerde, Mordors Schatten. Das Spiel ist ja jetzt, es hat sich von einem ziemlich unbekannten Lizenzspiel zu einem richtigen Sleeper-Hit entwickelt. Ja? Also es sind ja jetzt inzwischen alle ziemlich gehypt wegen dem Spiel und es ist ziemlich gut angekommen und ich freue mich, dass ich jetzt endlich auch mal dazu komme, es zu spielen. Hab jetzt auch endlich ein neues Aufnahmegerät. Ich habe mir jetzt ein Elgato Game Capture HD 60 gekauft, also dass man auch mit 60 FPS aufnehmen kann. Kann ich leider nicht mit 60 Frames hochladen, verständlicherweise, weil YouTube das noch nicht unterstützt. Mit Betonung auf noch nicht. Das soll ja jetzt bald kommen. Und naja, dann könnt ihr es euch aber auf jeden Fall in 30 Frames angucken und mit einer vernünftigen Bitrate. Denn ich sag's euch jetzt, wenn ihr je überlegen solltet, euch ein Hapag HDPVR2 zu holen, lasst es sein. Also für 1080p ist die Bitrate zu niedrig. Das sieht einfach nicht geil aus. Also lasst es einfach. Ich starte jetzt mal das Spiel, weil der Anfangsladebildschirm war schon relativ lang, hatte ich gemerkt. Und dann kann ich euch da nebenbei noch zuschwallen. Also wie gesagt, Hapag HDPVR2, wenn ihr da je drüber nachdenken solltet, der kann nur mit maximal 14 Mbit aufnehmen und das ist für 1080p jetzt zum Teil ein bisschen dürftig. Und ich hatte bei der Aufnahme auch immer Artefakte drin. Also es hat mir nicht so gefallen. Der Elgato Game Capture HD 60, der kann mit 40 Mbit aufnehmen. Das ist schon ziemlich ordentlich und auch sicher für die 60 Frame pro Sekunde Videos noch absolut ausreichend. Bei einem 30 FPS Video, da sollte man so 20 Mbit die Sekunde schon einrechnen für ein 1080p Video. Ja. Da habe ich jetzt auch genug hier aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich werde jetzt mal gucken, dass wir hier nach Möglichkeit direkt ins Spiel starten können. Kriegsproben. Achso, das ist von meinem DLC oder was? Und ich habe hier ein anderes Skin. Oh, Mädels, was sagt er? Starten wir als dunkler Waldläufer? Er sieht schon schmofft aus, die Klamotte von ihm. Nehmen wir das doch mal direkt in den Story-Modus. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Hier geschah es an den Hängen des Schicksalsberges, dass der dunkle Herrscher Sauron von einem Bündnis aus Elben und Menschen besiegt wurde. Hier geschah es auch, dass die Waldläufer Gondors 2.500 Jahre Wache standen. Wache gegen ein namenloses Übel, das sie bereits vergessen hatten. Und als die Stärke Gondors verblasste, erwachte die Macht Saurons in der Dunkelheit. Er ist nach Mordor zurückgekehrt. Schatten und Flammen halten das schwarze Tor umschlungen. Und kein Sterblicher kann sich ihnen widersetzen. Ioret! Die Synchronstimme von Ryan Reynolds? Das klang gerade so. Mal warten. Da wird er sich ja nochmal das Maul aufmachen. Das war ein perfekter Schlag, um ein Huhn zu töten. Ich will dir nur nicht wehtun. Du musst dich schon mehr anstrengen. Tatsache, das ist die Synchronstimme von Ryan Reynolds. Cool. Hier heil der mächtige Hühnerschreck. Komm schon. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast, hä? Der Synchronsprecher, der ist echt gut. Den mag ich. Du musst schon härter zuschlagen, um deinen Vater zu bezwingen.
Boah, jetzt muss ich gerade einmal in die Optionen, weil sonst werde ich hier nämlich verrückt. Ich spiele ja immer, wie das so gerne genannt wird, mit der Klöppi-Steuerung. Also mit invertierter Sicht. Sonst komme ich hier nämlich überhaupt nicht klar. Hart genug? Pariere, mein Sohn. Vergiss nicht zu blocken. Vielleicht solltest du nicht vergessen zu schlagen. Bleib wachsam, dir Haie. Dein Feind ist nicht immer, was er zu sein scheint. Ruhig, Blutsohn. Noch bist du kein Soldat. Ich schwätz mich auf! Hier, Haie! Mir geht's gut! Denk an deine Ausbildung! Okay, die können einen angreifen, während man Finisher macht. Das ist natürlich weniger geil. Halte durch, dir Heil! Denk daran schon, weit ausholen und tief zustoßen! Diese Orks sind wilder als alle, die wir jemals sahen. Das sind keine Orks, das sind Uroks. Sie sind gefährlicher und es sind zu viele. Okay. Geh zu deiner Mutter. Geh zu erstmal ein bisschen Mutter gewöhnungsbedürftig, die Steuerung. Ich bin direkt hinter dir, geh. Also ist natürlich irgendwie ähnlich wie, wie die Batman-Spiele. Beziehungsweise also die Arkham-Spiele und, spielt sich aber noch jetzt mal ein bisschen anders mit diesen Finishern und sowas und man fühlt sich schwerer an. Irgendwie. Aber gut. Erstmal reinkommen, ne? Das Spiel sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus bis jetzt und ich mag auch die Synchronstimmen bis jetzt. Durch Wind und Wasser schreitest du, durch Berge weiß und blau. Auf deinem Weg begleitet dich die Liebe deiner Frau. Tanz am Strande von Manfallas, schlaf in silbrig Mondenschein. Na ja, okay, reicht. Alles Liebe zum Hochzeitstag. Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich hab da noch ein paar Freunde in Gondor. Hast du meinen Vater gesprochen? Das habe ich. Und es hat sich nichts geändert. Er ist nach wie vor stur. Lass uns dennoch fortgehen. Dir, Hael, wird das nicht gefallen. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Jetzt nicht. Aber bald. Ich habe es so satt, mich hier zu verstecken, Talion. Wenn wir uns nicht verstecken, sind wir beide tot. Komm mit. Ah.
Wir hätten gehen sollen, als wir die Gelegenheit hatten. Bleib hier. Ich bahne uns einen Weg. Sie sind in der Überzahl. Schleichen ist meine einzige Hoffnung. Wir sollten wie Krieger krass uns gehen. Wir schicken es ohnehin am Tag. Ja. Hier wird nicht gefaulenzt. Wir müssen zurück in die Schlacht. Steck dein Schwert weg, Waldläufer. Nicht die feine englische Art. Was ist das für ein Ort? Sieh dich vor euch um. Mordor. Glaubst du mir jetzt, Waldläufer? Was ist mit mir geschehen? Der Tod hat dich verstoßen. Hilflos treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Ein Fluch verbindet uns im Innern der Menelandas. Falls du die Wahrheit sagst, wie können wir diesen Fluch brechen? Wir finden den, der uns verflucht hat. Die schwarze Hand Saurons. Tötete einen Adligen, Ioret. Sein Leben gehört jetzt Gondor. Vater, wenn du meinen Geliebten auslieferst, werde ich aussagen, Askon in Notwehr getötet zu haben. Dann werden wir beide unser Leben für Gondor opfern. Mhm.
Ne, nicht schlecht. Ich habe einen am Narchost übersehen, hä? Den Fehler kann ich beheben. Ja, kannst du das, Arschloch? Wollen wir ja mal sehen, ob du das beheben kannst. So. Okay, was jetzt ein bisschen schade ist, dass man in den Zwischensequenzen nicht sein Skin anhat, was man drin hat. Also, dass man dann wieder anders aussieht, das finde ich jetzt ein bisschen schade. Aber gut, was soll's. Sind halt vorgerendert, ne? Was weißt du über die schwarze Hand, Zauber? Er ist ein Dämon. Aus dem Nichts geschaffen. Was noch? Ich hatte einen Sklaven, der schwört, er hat ihn bekämpft. Hab ihn verkauft. Für ein Fass voll Grog. An Gimub, den Sklaventreiber. Schim. Hast du seinen Machtrang auf? Wie schwierig es wird, ihn zu besiegen. Dahin deine eigene. Zielmarker, bla, ja, ja. Drücke X. Ziel, ja. Machen wir mal. Dann soll das unser Ziel sein. Wenn man einem Ork trauen kann. Es geht nicht um seine Worte. Seine Gedanken sind es, die nicht lügen. Goldene Symbole setzen die Haupthandlung fort. Rote Symbole zeigen Machtkämpfe an, bei denen die Uruks sind. Den zu steigern, bla bla. Weiße repräsentieren Nebenmissionen und Sammelstücke. Okay. Stehen zwei Hauptaufträge. Der Sklaventreiber rettet die Menschen im Mordor und findet die schwarze Hauptmann. Der Geist vom Mordor erfahrt mehr über die Gesellschaft der Uruk, um Saurons Armee aus dem Inneren heraus zu zerstören. Okay. Die Welt hat sich verändert. Nichts ergibt mehr Sinn. Es hat sich nichts geändert. So wird es ewig bleiben. Zukunft und Vergangenheit sind durch Dunkelheit verbunden. Ich verstehe nicht, wieso ich hier bin. Und ich erinnere mich nicht. Lass uns den Sklaventreiber suchen. Vielleicht hat er Antworten. Schlitz ihn auf! Okay, aber wenn man seinen Finisher nicht zu Ende bringt, dann überleben die das auch. Ist ja auch mal was anderes. Du, ich!
Okay, jetzt habe ich irgendwas. Sammle XP um Fähigkeitenpunkte. Löse Machtkämpfe aus, um schnell an Macht zu gewinnen und Fähigkeiten frei. Gekonterte Gegner stolpern rückwärts, werden betäubt oder fallen zu Boden. Drücke zack, zack, wenn deine Treffersicherung aufgeladen ist, um deinen Gegner hinzurichten. Ausschaltmanöver aus der Luft. Naja gut, das brauche ich jetzt nicht unbedingt direkt. Okay. Ich glaube, ich werde erstmal das mit der Hinrichtung nehmen. Wenn das geht, ja, das geht. Ja, ich glaube, hier braucht man erstmal ein bisschen, um sich reinzufuchsen, aber das sieht schon echt gut aus. Ja, der Rüstmeister will nicht länger auf seine Vorräte warten. Sein Wettstein steht schon den halben Tag lang still. Er sagte, er würde immer sein Schmiedefeuer ausschütteln. Dieser Uruk wurde erschlagen. Von da. Ja, geil. Ist mal schön geköpft, den Kollegen, ey. Oh. Ja, nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. Was man jetzt auch nicht mitbekommt, es kommen auch Geräusche aus dem Controller bei der PlayStation 4. Diese Umgebungsgeräusche. Was? Habt ihr das gehört? Ich habe schon so viele tödliche Angriffe überlebt. Du könntest mir auch den Kopf abschlagen. Hier Gesundheit erneuern. Ich glaube, ich habe aber noch volle Gesundheit, also das brauche ich jetzt gerade nicht so. Okay. Diese Artefakte enthalten Erinnerungen an Mordor. Benutze L und R, um nach Erinnerungen zu suchen und drücke dann, um sie zu enthüllen. Okay. Wo bist du gewesen, Kind? Ich habe was gefunden, Vater. Das ist ein sehr seltener Stein. Er stammt aus dem Vulkan. Dort. Der Schicksalsberg ist ein ganz schlechter Ort. Er bricht aus, wann immer Sauron seine Ränke schmiedet und speit allerhand Übles in die Luft. Rauch, Staub und Steine, die den Boden verbrennen. Es ist als Warnung zu verstehen. Lange werde ich nicht schweigen. Ein wenig so wie deine Mutter. Nur sag das deiner Mutter bitte nicht. Also ist dieser Stein? Es ist ein Stein, sonst nichts. Einen Stein musst du nicht fürchten. Noch den Schicksalsberg. Der bis zu diesem Tag ruht. Wenn du von all dem etwas lernen möchtest, dann nimm dir das zu Herzen. Selbst solch ein übler Ort wie dieser Vulkan vermag etwas Schönes hervorzubringen. Okay. Ja, hab ich mal einfach einen seltsamen Stein gefunden. Seit Generationen gibt es kein Anzeichen von Feuer auf dem Schicksalsberg. Ich sah, wie Gil-galad auf den Hängen des Uruk-hain starb. Das Feuer Saurons verbrannte ihn. Dort wird sich der Sturm formieren, der die Welt der Menschen überkommen wird.
Schützen hier ausgenockt. Oh, das Zielen ist aber sehr sensibel, wenn man in dem im Bogen drin ist. Haltet den Sklaven auf! Ey, die kloppen die da auf Menschen? Alter, so läuft das hier aber nicht. Nicht solange ich hier unterwegs bin. Gesagt, ich werde die hier nicht einfach so abschlachten. Das wäre ja nichts. Schmied repariert meine Waffen einfach nicht. Halt. Habe ich gar nicht drauf geachtet, hat man, ob man Pfeile irgendwie begrenzt hat, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass die begrenzt sind, aber... Es ist zu nass. Es ist zu dunkel. Worüber beschwerst du dich? Er beschwert sich nicht. Das ist nur, was die Sklaven immer sagen, wenn sie gerade nicht um ihr Leben flehen. Schleicht da jemand umher? Ja, Orks und Uruks mache ich gerne platt, auch wenn es nicht unbedingt gerade meine Aufgabe ist. Aber ich werde jetzt mal gucken, weiter Richtung Ziel gehe. Da drüben. Gucken, was man da so anschaut. Die Hauptmänner kämpfen schon wieder. Die sollen sich mal am Riemen reißen und ihr Geplänkel beenden. Der Rüstmeister. Hier sollen irgendwo jetzt Pfeile liegen, oder? Ist die Frage, sollen die hier unten liegen oder sollen die oben liegen? Wahrscheinlich hier oben. Gibt es in Udun nicht viel zu tun? Der Hauptmann sollte uns nach Norn schicken. Dort ist immer etwas los. Hinaus und locken die Kreatur hinein. Sie stirbt so oder so durch uns. Schick. Aber wie gesagt, steuerungsmäßig klarkommen. Was hältst du von unserem neuen Anführer? All das Gerede, dass unser Lager mit Nuren zusammengelegt werden soll. Es kann unmöglich genug Kraft für alle da sein. Warum kommst du nicht her, Waldläufer? Sag bloß, du hast Angst.
Der Höhlensohn sagte mir, sein Karagor sei zahm. Der Höhlensohn lügt. Ein Karagor kann man nicht zähmen. Sei einem Ork behilflich, Weitläufer. Saurons Uruks missbrauchen gnadenlos, bla bla bla, Machtkämpfe. Schwache Gemüter. Naja, nehmen wir mal an, mal gucken, was da so passiert, ne? Ich bin da ja offen für alles. Komm näher, wenn du die schwarze Hand suchst. Diese Sklaven flüstern nichts als Lügen in dein Ohr. Oh, doch wenn du mich befreist, wird Redback dir alles verraten. Was solltest du wissen, was all diese toten Orks nicht wussten? Tu es doch, du Mistkerl! Tu es! Ich sterbe und du erfährst nichts! Vielleicht erfülle ich dir diese Bitte. Beende dein erbärmliches Leben. Nein. War nur Spaß. Oh, diese Sklaven sind machtlos gegen die Ork-Armee. Ihr Plan stinkt wie ein fauliger Fisch. Doch Redback kann nicht die Tricks der Orks lehren. Mit Redback kann er kein gelingen. Wir finden schon raus, was du weißt. Gorod Karagor Zema. Stärken und Schwächen. Anfällig gegenüber berittenen Bestien. Kann durch Todesstöße vom Rücken berittener Bestien sofort getötet werden. Furcht vor Karagor gerät in Panik beim Anblick von Karagor. Ja, das ist praktisch, für, wenn der Karagor ein Zema heißt oder so, und dann kriegt er direkt Schiss, wenn er einen sieht. Seine Furcht vor Karagor lässt ihn zu einem panischen Feigling werden. Wenn du ihn mit einem Karagor konfrontieren kannst, wird er einige seiner Stärken verlieren und ein leichteres Ziel werden. Immun gegen Fernkampf, heftiger Angriff, Gruppenanführer. Waldläufer sind die Häuptlinge. Sie sind starke Anführer. Wenn ihnen nun etwas zustoßen sollte, dann könnten sie deinen kleinen Aufstand nicht niederschlagen, nicht wahr? Ich werde sie schon finden. Wie? Sie sind hier nicht gerade sehr geschätzt. Und das wissen die. Und du kannst sie finden? Oh ja. Redback wird dir den Weg zeigen. Du hilfst mir. Ich helfe dir. Lass mich das hier nicht bereuen. Fabelhaft. Wir haben jetzt genug getrödelt. Zuerst muss ich mich meinen gewissen Hauptmann kümmern. Und um ein paar Karagor. Komm mit mir, Waldläufer. Du kannst ihnen nicht trauen. Die Sklaven fallen dir in den Rücken. Uruks stechen dir wenigstens in den Bauch oder in den Hals. Wir haben ähnliche Ziele, Waldläufer. Du willst den Hauptmann töten und jemand muss seinen Platz einnehmen. Jemand wie Redback. Ne. So hat Gorod das Sagen? Im Lager, ja, aber er ist kein Häuptling. Sie unterstehen direkt der Schwarzen Hand. Ich zeige es ihnen allen, wenn ich im inneren Zirkel der Schwarzen Hand bin. Hauptmann zu werden ist nur der erste Schritt in Redbacks Plan, Häuptling zu werden. Dann tritt ihm besser ordentlich in den Nacken. Hast du dich befreit, Abschaum? Stirb, Tag! Sag
den Waldläufer, nicht mich! Er ist ein einfaches Ziel. Sein Schwert ist gebrochen. Vergesst den Abschaum und stellt euch mir! Nicht mich! Das Fleisch des Waldläufers ist viel zarter! Die spitzen Dinger nicht in mir stecken haben. Ich habe einen zarten Bauch und auch eine weiche Schale. Jetzt hat er sich hier angreifen lassen, der Lutscher. Sehr gut, Waldläufer. Nun stell dir die ganzen Leichen als Gorath vor. Stell dir dein Ziel vor. Gorath will Redback schon lange ans Leder. Er ist ein dummes Stück Dreck. Wir bekriegen... Ich hätte den ja für irgendwas über 50% halten müssen, wenn ich das richtig gesehen habe. Naja. Letztens hat er Redback in den Karagor-Käfig gestoßen. Okay. Was nehme ich denn jetzt als nächstes? Ja, das ist natürlich auch nicht unpraktisch mit dem Explodieren lassen. Ich glaube, das nehme ich mal. Als der Karagor Redback herumgeschleudert hat wie ein Wollknäuel. Dafür wird Gorath büßen. Dieser Drecksack wird büßen. Gorath hält sich Karagor in Käfigen. Gerüchteweise kommt er ihnen nur ungern zu nahe. Lass mich raten, du denkst, ich sollte die Käfige öffnen. Gorath ist immer da drin. Geht nie raus. Nie. Ich frag mich, wo der wohl hinmacht. Oh, das erklärt den Gestank. Ne? Versteck dich. Ich sorge für die Absetzung deines Hauptmanns. Guter Plan. Du tötest, ich warte. Das ist militärisches Genie. Hauptmann Gorath ist erfahren. Die Vorfreude macht mich ganz sabberig. Der Sabber der Rache. Haltet nach diesem Grabwandel Abschaum Ausschau. Wenn wir den schön umlegen, können wir alle Hauptmänner sein. Streicht nur. Okay, ich dachte jetzt dieses Bienen-Ding oder Wespen-Ding, wie auch immer man das nennen will, würde mal runterfallen. Gerettet.
reichlich Orks. Aber da ich hier hochklettern kann, das ist natürlich gar nichts. Okay, jetzt bin ich schon mal hier oben. Ein guter Ort für ein Nickerchen zu sein. Goroth wird dich töten, wenn er dich schlafen sieht. Goroth kommt nie hierher. Er bleibt immer nur am Jagdlager. Goroth ist im Jägerlager. So viel dazu, dass er immer am selben Ort bleibt. Ein Hauptmann, der seine eigene Bestie fürchtet. Furcht ist ein starkes Werkzeug, Talion. Schicken wir Goroth an die Arbeit. All diese Bleichhäute verpesten die Luft auf Festung Maru. Kann der Karagor sich mal austoben? Oh Mann, der nimmt die ja jetzt richtig schön auseinander. Ich hoffe, der probiert jetzt nicht gleich mich anzugreifen. Wird ja hier ganz gut patrouilliert, also da sollte ich vielleicht nicht drüber laufen, aber ich könnte sonst ja noch gucken, ob ich hinten rumlaufen kann. Ach, der Karagor denn jetzt? Haha, jetzt geht auch die Brücke. Okay. Ja, sehr gut. Na, ja, sind die auf jeden Fall schon mal abgelenkt. Wir sind nah dran. Welcher von diesem Abschaum ist Goroth? Warte, ich rieche etwas. Ich habe sie mit meinen Augen getötet. Mann, ey, der Talion hier, der kann aber ganz schön hoch springen. Karagor haben ihre eigene Sprache und ich spreche sie. Es mag nach bloßem Knurren klingen, doch ich verstehe jedes Wort. Das heißt, Goroth ist besser als ihr. Goroth. Ja. Ist er doch. Passt. Der ist tot. Der Tag! Da!
du? Versuch es nochmal! Ne? Nur zu, versuch es nochmal und dann läuft er weg. Okay. Folgen nur den Befehlen von Er ist die stinkende Leiche, die ihr tragen sollt. Jetzt los, los! Halt den Schandmaul! Zeigt etwas Respekt, ihr garstigen Würmer! Sonst schneide ich euch die Ohren ab! Ist jetzt euer Hauptmann! Das muss ich mir ansehen. Ne? Würde mir ja als so ein riesiger Ork auch auf den Sack gehen, vor dem kleinen Ork zu kuschen. Trefft mich an der Kreuzung! Ein alter Freund möchte dort seinen Kopf verlieren. Erst werde ich von einem Geist wieder zum Leben erweckt, dann arbeite ich mit einem Ork zusammen. Was kommt noch? Wir müssen die Waffen unseres Gegners gegen ihn verwenden. Die Orks hassen sich beinahe so sehr, wie sie uns hassen. Okay. Uiuiui, ey. Mann, hier sind ja... Da muss man jetzt erstmal drauf klarkommen gerade. Leichttötungen mit der Fähigkeit terrorisieren rufen zusätzliche Furcht hervor? Hab ich noch gar nicht. Mich das doch. Was ist denn das? Achso, okay. Artefakte, Personen, Überlieferungen, Erfahrung. Habt ihr das gehört? Schleicht da jemand umher? Hey, mal gucken. Runter komme ich so auf jeden Fall. Ey, bleib stehen, ich wollte dich gerade abstechen. Er ist in den Himmel gefallen! Vielen Dank, Waldläufer!
braucht auch so eine scharfe Klinge. Ich hab dem Hauptmann gesagt, wir müssen lernen, Grauks zu reiten. Wenn der Grabwandler sie reiten kann, dann können wir es auch. Grauks ist zu töten und nicht zu reiten da. Du wirst schon sehen. Den nächsten, den ich sehe, ziehe ich auf den Hauptmann. Los, uns dir zu reißen. Habt ihr das gehört? Der Uruk ist tot. Da drüben hat sich etwas Uruk bewegt. Sterben die ganze Zeit. Muss wohl Grauks gestohlen. So, mal eine richtig große Schlägerei hier anzetteln. Und ein paar Orks einfach und Uruks einfach mal köpfen. Jetzt habe ich mir aber gerade echt gut was eingehalst hier, ey. Shit, jetzt habe ich aber ziemlich Schaden. Geht auch schnell, merke ich gerade. Aber ich kämpfe bis zum Tod. Ich werde hier nicht abhauen, ehe die tot sind oder ehe ich tot bin. Gekillt. Das war jetzt aber auch ein Kampf, ey. Tut mir die Finger schon ein bisschen weh, muss ich sagen. Na, Seilrutschen. Ah, hier kann ich meine Gesundheit erneuern. Kein Uruk verdient es, so lange auf die Folter gespannt zu werden.
Okay, naja. Jetzt nicht unbedingt. Gucken. Jetzt sind wir auch fast eine Stunde dabei. Hä? Was war das? Weitläufer! Oh. Okay, ich werde jetzt mal sehen, dass ich gerade hier die Beine in die Hand nehme und mich mal hier verziehe. Ich würde gerne noch eigentlich die nächste Mission zeigen. Oder ich mache hier so ein Duell. Festen. Uruks veranstalten Festmahlung, um große Taten zu würdigen und sich mit anderen Uruks in der Kunst des Grog-Trinkens zu messen. Mische dich in das Festmahl ein, um Saurons Armee zu schwächen. Okay. Wir haben uns das verdient! Trinkt! Wenn du einen Ghoul frisst und die Wunden behältst, explodiert und du verwandelst dich in einen Graug. Klinge gegen Waldläufer! Du Feigling, wolltest uns wohl überrumpeln, doch wir sind immer bereit. Ach ja? Du bist mir im Weg! Oh Scheiße! Ernsthaft? Beweg das Symbol mit L in den Kreis hinein und drücke dann die angezeigte Taste, um einen Konto auszuführen. Okay. Shit, ist hier irgendwo eine Pflanze in der Nähe? Kannst uns nicht alle töten, Apu! Zappel nicht so! Einer geht! Ich meine, ist ja gut, dass die da jetzt hinten gerade mit dem Karagor beschäftigt sind, deswegen habe ich jetzt hier ein bisschen Luft. Flieht? Wir haben keine Wahl! Zurück! Gucken, kann ich den dann auch komplett platt machen? Bleib stehen, du Schwein! Ach, verdammt! Das soll mir echt entkommen. Das hört sich nicht gut an! Leide! Ich hoffe, es kommt nicht wieder. Er ist da drüben. Ja. Abschaum, ich beiß dich in. Was? Habe ich jetzt hier gerade irgendwie so einen Captain gefunden oder sowas? Schneide! Ha!
Kopf! LOL. Ja, köpf ihn. Ja, weg mit dem Kopf. Jawohl. Da haben die anderen sich verpisst, als sie gesehen haben, dass ich ihren Boss geköpft habe. Habe ich denn da jetzt... Achso, Waffen und Runen? Habe ich eine Rune freigespielt? Erhöht den Nahkampfschaden bei hohen Trefferserienwerten. Okay. Kann man ja erstmal einpacken, habe ja nichts Besseres. Wie ein silberner Blitz schlug er in den Reihen des dunklen Herrschers ein. Ein jeder Gegner war bereits tot, bevor er die Bedrohung auch nur erahnte. Was muss ich da machen? Macht euch auf neue Befehle gefasst! Wir sollten nicht noch mehr unnötige Zeit verschwenden! Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer! Danke. Das wird eine erfolgreiche Jagd. Hab mir schon einen Preis ausgesucht. Aber die 10 hier zu töten, ohne entdeckt zu werden, das ist ja... Achso, da oben ist auch noch einer. Diese fiese Schattenkreatur beobachtet uns schon seit einer Weile. Achso, ich muss einfach nur 10 töten. Ich muss nicht mal... Das sind nicht hier nicht alle. Na gut, das ist ja easy peasy. Easy peasy. Gar kein Problem. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Zu warm! Holt euch diesen Sklaven! Er ist tot! Vielen Dank, Fremder. Tod allen Feinden! Aber die Orks sind schon scheißen dumm, ey. Stehen hier nebeneinander, direkt neben ihm wieder abgestochen und er checkt das. Aber gut, was soll's. Ist ja okay, dass die ein bisschen doof sind.
Jo, ich guck gerade mal auf die... Ja, jetzt sind wir knapp über eine Stunde dabei. Ich würde sagen, dann mache ich an der Stelle jetzt einfach mal einen Cut und dann wird es noch ein separates Video geben mit der nächsten Mission. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr noch sehen würdet, ob ihr gerne mehr sehen würdet, wie ich das Spiel spiele. Ich weiß, ich war jetzt am Anfang ein bisschen ruhig. Das hat damit zu tun, ich muss mich jetzt hier echt erstmal irgendwie so ein bisschen reinfuchsen in das Spiel. Und da sind ja ziemlich viele Optionen und Sachen, die man beachten muss und beachten kann. Und das ist dann am Anfang immer so ein bisschen tricky. Ja, wie gesagt, schreibt mir einfach einen Kommentar. Wenn ihr wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Like das Video. Und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Teil von Mittelerde Mordors Schatten Let's Play. Also dann, ciao.